Und damit ein herzliches Willkommen, meine Freunde, willkommen in Aquanox 2 Revelations. Ich bin euer Crimson und ja, wir schreiten gleich fort auf der Brücke beim Amitab. Das ging ja gerade noch mal gut, Matt. Gemerkt? Ungelenkte Torpedos sind gut gegen Bodenfahrzeuge. Weißt du, wie ich die Sache mit den Crawlern sehe? Ehrlich gesagt, nein, Skipper. Wenn etwas wie ein verfaulter Aal aussieht und nach verfaultem Aal riecht, dann beim Bate meiner Mutter wird's wohl ein verfaulter Aal sein. Oder musst du das Zeug erst noch probieren? Ich verstehe nicht so ganz. Eure Extratour in Atacama. Ich hatte gesagt, holt Stoney raus und fertig. Aber nein, diese schiefbeinige Karikatur eines Matrosen musste sich mit den Crawlern anlegen. Und du bist natürlich hinterhergetappert wie ein Stichling dem anderen. Und du meinst, die Crawler wollten sich rächen? Ach, ich sag dir was, Quappe. Alle Crawler sind auf dem Weg nach Neopolis. Mad Sam Corhonen will dort oben mitmischen. Wir haben ihn Dr. Finch abgejagt und mit ihr auch das Know-how über die Superwaffe. Und als wäre das nicht genug, ihr musstet sie auch noch reizen. Aber vielleicht wollten sie ja auch Animal. Ich verrate dir mal was über Crawler. Sie vergessen nichts. Niemals. Weder die Sache mit Finch, noch die mit Stoney, noch Animal. Aber Animal gehört zu meiner Crew. Und baut wenigstens keine Scheiße. Na, hol's die Uhrnutte, wir docken jetzt erstmal bei El Topos Asylum an. Yippie! Es gibt ein neues, aufregendes Gebiet. Aber vorneweg noch in die Messe zu Stoney. Na, was guckst du so mürrisch? Mann, der Atlantik. Keiner mag den scheiß Atlantik. Alles zu zivilisiert. Du kannst keinen Hafen anlaufen ohne Formalitäten, ohne genetischen Check. Wenn du dir eine Krankheit gefangen hast, kommst du in Billys Arsch. Was? In was kommst du? Na, Billys Arsch, Mann! Quarantäne! Hoffen wir für dich, dass sich dieser scheiß Abstecher lohnt. Aber was ist mit deinen Ladies? Wartet hier keiner auf dich? Drauf geschissen! Wenn ich ein Virus hab oder so, was nützen mir die Süßen? Ach, Stoney. Ein Jammer, wenn's darum geht. Aber gut, wir... ganz kurz noch speichern. Zack. Spiel fortsetzen. Fassi hat wieder was von uns. Jungchen, sieht so aus, als werfen wir bald Anker. Freust du dich schon auf Landurlaub? Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Wenn Professor Gilmour nicht da ist, reißt mir Amitab den Kopf ab. Na, wird schon schief gehen, Kleiner. Der Atlantik kocht sowieso. Wir haben Putsch in Neopolis. Admiral Cox greift die neue Linie an, weil der Emporkömmling Commodore Sewell das Ruder übernehmen will. Ach, das kümmert mich nicht. Sollte es aber. El Topo, der hiesige Station Master, hängt da mittendrin. Weißt du noch? Er hat die Entrox Company damals aus den Klauen Leo van der Waals gerissen und zum internationalen Unternehmen gemacht. Ach ja, das Transport- und Atemgasunternehmen. Genau. Aber van der Waal ist gut Freund mit der neuen Linie. Er ist zwar entmachtet, aber noch immer aktiv. Und er hasst El Topo. Kann gut sein, dass wir da reingeraten. Würde mich nicht wundern. Wir geraten anscheinend in alles. Oha. Na gut, soll uns nicht kommt kümmern. Lasst uns nach El Topo zur Seiland reisen. Ich freue mich schon wieder auf die Stadt. El Topos Asylum. El Topos Festung. 2826 Meter. Und ohne Mist, das sieht so geil aus, das Spiel. Ich finde diese gezeichneten, und ich weiß gar nicht, ob das gezeichnet ist oder so. Eine Type-Animation hier oben und alles. Boah, das sieht so wahnsinnig cool aus. Aber gehen wir erstmal zum Gunrunner. Und Stoney? Okay, was macht der hier? Hey, Dragster, wie hängt der? Stoney, ich denke, du kennst so viele Bräute. Was machst du denn hier im Waffenlager? Na, wegen der Muni, Mann. Jedes Rohr braucht Munition. Echter Männerspruch. Hey, ich hab vor ein paar Monaten so ein Makrelenhirn aus Neopolis kennengelernt. Freeman heißt der Arsch. Hat irgendeinem Hotshot-Söldner sein Bötchen geklaut. Succubus-Class. Vom Feinsten. Und? Freeman, das Makrelenhirn, kann ich damit umgehen. Der Typ braucht Unterstützung. Und wenn du ihm hilfst, hilfst du mir. Der Typ hat nämlich eine Schwester, auf die ich scharf. Verschone mich bitte mit Details. Ist ja schon gut, Mann. Es gibt auch Credits dafür.
Also, du holst den dummen Sack beim Entry Point ab. Er wird dir weitere Anweisungen geben. Na gut. Sollen wir uns eine Aufgabe geben? Aber vorneweg kaufen wir erstmal ein. Beziehungsweise wir verkaufen erstmal alles, was wir doppelt haben. Und sowieso nie wieder benötigen. Alle beide? Ja. Die Waffe ist eigentlich so nutzlos. EMP brauchen wir. Normale Vendetta. Und die Gatling haben können wir eigentlich auch verkaufen. Torpedos. Was brauchen wir denn da nicht? Ja, da haben wir 7 Stück, das sind ein paar viel. Die behalten wir. Generator. Smaller. Weg damit. Reparatur haben wir auch nichts, das können wir auch nicht verkaufen. Auf dem Schiff haben wir da noch irgendwas, was wir loswerden müssen. Vendetta Gatling. Ach, fuck. Das haben wir im Depot, also können wir die Gatling verkaufen. Laserjet können wir auch verkaufen, also verkaufst du es auf dem Schiff raus. Und den haben wir auch nochmal. Gut. Kaufen. Gucken wir erstmal bei Special. Keramikpanzerung, die sollten wir schon haben. C60 Panzerung sieht gut aus. EMP, Zielhilfe, Torpedo-Magazin. Reparatur, was haben wir im Schiff? Wir haben den Robot Repair Kit. Okay, das ist dann. Ach, der ist besser. Der geht dann auch bis 75. Generator Big Block kostet 14.000. Wir haben den Medium, glaube ich, gerade. Was gibt es denn bei Waffen? Haben wir auch. Ah, hier gibt es da nichts Schönes an Waffen, was wir bräuchten. Mantel. Okay. Jetzt ist die Frage, kaufen wir erstmal den Big Block für... Ne, wir kaufen lieber Reparatur, oder? Kostet 21.000. Soll es uns wert sein? Verkaufen wir gleich den wieder. Ist es auch der? Ja, den verkaufen wir auch gleich wieder. Stock, rüsten wir das Schiff erst aus. Und EMP. Hä, ich dachte, ich habe mich verkauft. Okay, müssen wir noch machen. Ich denke mal, wir werden jetzt auch gleich noch die C60 Panzerung kaufen. C60-Panzerung kostet 4.000, jawohl. So, kaufen. Big können wir gleich so kaufen. Verkaufen. Schiff, Medium, zack. Und weg damit. Kaufen wir uns noch ein paar von denen. Die sind nämlich ganz gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir die jetzt schon gekauft oder nicht? Ja, die haben wir schon gekauft. Kaufen. Händler. EMP-Panzerung. Ja, eigentlich brauchen die nicht. Zielhilfe. Kostet 1600. Ja, lass mal mitnehmen. Komm. Was soll der Geiz? Können wir vielleicht gebrauchen irgendwann mal? So.
Jetzt quatschen wir nochmal fix mit Stony, wenn noch was von uns. Mann, shit. Guck dir an, was die für eine High-Pulse-Plasma-Gun verlangen. Mein Goldfisch scheißt doch keine Credits. Hey, Stony, ich wollte mal wegen Mei Ling. Ah, und dort eine Seismogranate. Wow. Ich sag dir, Mei Ling? Die ist unter Dampf, die Gute. Kommt mir auch so vor. Sie guckt so komisch. Shit, Junge, das mit den Bräuten ist so wie mit den Gravitationskammern in Fusionsreaktoren. Keiner hat eine Ahnung. Willkommen im Club. So geht das. Von Stony, den Frauenaufreißer und Frauenheld Nummer 1, solche Sprüche zu hören. Wahnsinn. Oha. Gentleman, Angina, Dr. Captain Redbeard. Oha. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Mission, aber vorne speichern, ganz wichtig. Machen wir mal die Mission für den guten Stony. Und auf geht die wilde Fahrt. So, ich habe jetzt nochmal geguckt im Internet. Es gibt hier zwei Missionen. Das Ziel, die man erreichen kann. Willy, am Nasspunkt wartet dieser Freeman auf dich. Jo. Das erste ist eine 180-Grad-Kurve. Hier soll irgendwo ein Frachter rumgeichseln. Ja, genau vor uns. Was haben wir denn da? Ein unbemanntes Frachtschiff. Da kann ich sicher noch was Nützliches finden. Na gut. So, und die zweite ist auch noch ein Frachter. Der soll ganz schwer aber irgendwie zu finden sein. Am ersten Navi-Punkt, den wir uns merken müssen, dann Richtung Westen und ja. Da muss irgendwo ein Schneemann sein, dort sein, also aus Stein bestehen und dort den entlang folgen, etc. pp. Mal gucken, ob wir den finden. Da ist doch jemand. Oh, da kann man dem Bot wirklich nicht umgehen. Ja, und jetzt sind wir die Ziele, wo wir hinfeuern müssten. Ich krieg dieses verfluchte Boot nicht unter Kontrolle. Scheint ein First-Class-Idiot zu sein, was? Sieht aber geil aus, das Boot. Hallo, ich muss so schnell wie möglich zum nächsten Entro-Point. Hab da Mist gebaut. Na klar. Sieh an, da hat ein Hirn wie ein Seestern. War ich zu. Naja, drüben bei Scavenger hatte ich diese drei Geishas auf einmal und ich sag zu Pity, leih mir mal deinen. Oh mein, Alter. Oh Mann, haben die Deppen heute Ausgang oder was? Aber schön, dass. Und dann hab ich zu Pity gesagt, sauf nicht das Zeug auf einmal, Mann. Du holst dir den Maultrippe. Aber schön, dass Animita exakt die gleiche Wortwahl nimmt wie am Anfang wie ich. So, mal gucken, wo es hier lang geht. Ich habe das dumme Gefühl, die Sekunden da war ein Stress. Okay, Freeman, hab ich dich. Du hast Emerald Flints Boot geklaut. Dafür bring ich dich um. Hä? Was bist denn du für ein Dummschwätzer? Ich bin der Dummschwätzer, der dir den Gedärme aus dem Arsch schießt. Biopolis Kiddies, alle auf Drogen, oh Mann! Oha. Ich hab noch mehr Torpedos. Du musst dich auch umgucken, Mann! Wo ist der andere da? Du musst dich auch umgucken, Mann!
Er ballert auf mich! Ja? Bam! Weg sind sie! So, bringen wir den Typen noch dahin. Und ja. Bring den Babyfutz noch eben mal zum Intro Point, sonst verfährt er sich noch. Das glaube ich auch. Komm, ich glaube, der Intro Point ist das hier vorne. Ja. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Wenn ja, das war mein Handy. Gerade eine App sich hier gemeldet. Ah, guckt euch das an, mal, wie groß das ist, ey. Das ist für ein Spiel aus dem Jahre 2003. Unten auf dem Radar sieht man es eigentlich nochmal ganz schön. Danke, Kumpel. Wäre zwar auch ohne dich gegangen. Naja, aber trotzdem. Ich würde es ungern riskieren. Kann man den angreifen? Nein, lieber nicht. So. Und da ich jetzt nicht genau weiß, wo das nächste Ziel ist, Das war's. Zum Glück hat er sich nicht noch am Dock den Kopf angeschlagen. Der neue Frachter ist, würde ich sagen, wir sehen uns beim Frachter und ja, bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück. Ich musste euch schon eher einschalten, weil ich denke mir, das konnte ich eigentlich einfach nicht entgehen lassen. Das ist der besagte Schneemann. Wir müssen den seinen Arm entlang folgen. Laut Beschreibung und ja, da muss dann irgendwo hier vorne dann ein Frachter auf uns warten. Auf jeden Fall, ich sehe noch nichts. Den schmalen Canyon quetschen. Okay, auf jeden Fall unser Radar zeigt uns was an. Okay, ein Frachter. Nee, das ist es nicht. Das ist falsch. Oh ja, da vorne ist einer. So. Müssen wir uns ganz schön quälen bis zu dem. Ha! Echt am Arsch der Welt liegt das Ding rum. Sehr schön. Haben wir auch das zweite gefunden. Und würde sagen, damit war's das, für die Mission zumindest. Mal gucken, was uns der Frachter einbringt. Ja, lässt sich doch sehen. Alter Schwede. Eine Vendetta Gattin können wir gleich verkaufen, die können wir auch gleich wieder verkaufen und ja, XL Plasma Jet. Cool. El Topus Asylum. El Topus Festung. 2826 Meter. Die können wir so wie sie sind alle gleich verkaufen. Geschütze. Die hat man jetzt doppelt. Oder? Schiff? Ja, die haben wir doppelt. Heißt Salary. Kaufen. Wir können uns leider nichts mehr kaufen, was wir noch nicht haben. Was uns irgendwas in irgendeiner Form bringt. Sei ich das Torpedo? Ja. Ich denke mal, das könnte uns was bringen später mal. Wollen wir noch von Stony unsere Credits? Dragster! Na, wie lieb's mit dem Akrelenhirn? Ich weiß ja nicht, was für Leute du kennst, aber... ich weiß, okay. Ich habe den Credit-Upload schon gemacht. Kannst du es überprüfen? Darauf kannst du dich verlassen. Ja, 3500 Credits ist doch ganz ordentlich. Aber ich würde meinen, das ist vielleicht schon genug für die heutige Folge. Ich bedanke mich nach wie vor fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
in Topos Island. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und Kommentar da. Wenn es euch sehr gefallen hat, ein Abonnement. Ich freue mich auf jeden Fall über alles und ich bin euer Crimson. See ya.